Vor 150 Jahren schrieb er Geschichte. Damals erweckten 14 Bergleute den Meurostollen nahe Hörlitz zum Leben, zur Kohleförderung. Seit Mitte der 90er Jahre ist er nun verschlossen, hinter Zäunen. Doch das könnte sich ändern, denn einige Hörlitzer haben eine kühne Idee auf der Suche nach neuen Wegen. Wir haben uns dieses Denkmal genauer angeguckt. Denkmal heißt Denk drüber nach. Haben uns mit der Geschichte beschäftigt. Es hängt auch mit dem Umfeld zusammen, mit unserem Aussichtsturm. Wir wollen sehen, dass wir hier eigentlich mehr Informationen zum Thema Bergbaugeschichte geben wollen. Und wir haben ein kleines Problem. Wir kommen eigentlich von oben, vom Kohlebahndamm, vom Turm, nicht runter zum Wirtschaftsweg, zum Radweg. Wir brauchen eigentlich eine Verbindung. Und in dem Zusammenhang haben wir überlegt, warum muss man einen neuen Weg bauen? Warum könnte man nicht diesen Stollen, der auf 120 Meter genau diese Verbindung darstellt, nutzen? Wir wollen also nicht unbedingt ein Museum, aber wir wollen das, was da ist, nutzen für unsere heutigen Bedürfnisse. Ganz kurz, wer ist wir? Ja, wir, das sind Hörlitzer. Also die Ursprungsidee, diesen Stollen zu nutzen, stammt aus dem Jahr 2008 von der LMEV. Das ist damals nicht weiter verfolgt worden. Wir haben so vor 2 Jahren mal angefangen, in einer ersten Bürgerversammlung mal über Visionen für diesen Ort zu reden. Da kam das wieder zur Sprache und wir haben das dann ein bisschen vertieft. Und seitdem kommen immer mehr Hörlitzer und auch andere dazu mit eigenen Ideen. Die Gruppe wächst, die Ideen wachsen. Ja, und wir sind dabei, mal einfach zu ermitteln, was müsste denn passieren? Wie sind die Rahmenbedingungen? Wem gehört das? Wie sind die rechtlichen Bedingungen? Und das geht in einem Tempo voran, mit dem wir eigentlich so nicht gerechnet hatten. Es gab schon ein erstes Treffen. Wer war da? Wie war die Stimmung? Es gab mehrere Treffen, aber das letzte war für uns wirklich sehr, sehr bedeutend. Also wir hatten eingeladen die Gemeinde, die untere obere Denkmalbehörde und die LMBV. Und wichtig war für uns halt die Denkmalbehörde erstmal zu hören, weil es steht unter Denkmalschutz und alles, was hier passiert, kann eigentlich nur mit ihrer Zustimmung erfolgen. Die waren erstmal sehr aufgeschlossen, ja, fast begeistert, dass wir ein Denkmal zum Anfassen schaffen wollen. Haben uns natürlich auch deutlich gesagt, was geht und was geht nicht und wie wäre die Verfahrensweise. Interessant war auch die LMBV, die hier bergrechtlich nicht zuständig ist. Das ist Bergbau ohne Rechtsnachfolger. Gleichwohl hat sie noch die Pflicht, an den Böschungen unseres Kohlebahndamms was zu tun und über Synergien könnte man nachdenken an der Stelle. Ja, und dann ist es uns noch so gelungen, ein paar Leute zu gewinnen, wie ehemalige Mitarbeiter der LMBV, Geotechnik und einige mehr, die aus der Historie viel wissen, das auch weitergeben und uns natürlich auch mit Rat und Tat beiseite stehen würden. Ihnen geht es jetzt nicht nur in Anführungsstrichen um die Öffnung des Stollens, sondern Sie haben eine ganz große Vision. Also angefangen hat das Ganze mit unserem Aussichtsturm, wo wir eigentlich sagen, ja gut, man geht drauf, man schaut, was erfährt man über diese Region und die Vergangenheit eigentlich nichts. Ne? Und wenn man bei dem Turm ist, ist man beim Umfeld und ist man natürlich auch beim Stollen. Ich sprach von der Wegeverbindung. Letztlich haben wir dann auch noch den Bagger da oben stehen, umstritten, was mit dem passieren kann. Es ist momentan, soll wohl noch einmal Studienauftrag gegeben werden mit 3 Varianten, was damit passiert. Aber wenn man es im Dreiklang denkt, wäre das natürlich ein ganz toller Standort hier im Kernrevier des ehemaligen Braunkohlenabbaus. Das ist wohl so, es würde aber auch einzeln funktionieren. Auch beim Stollen, ob wir wirklich bis durchkommen oder vielleicht erstmal nur 10 Meter schaffen, Erfahrung sammeln und wenigstens mal den Eindruck erwecken können, wie war das da drin. Alles möglich, alles offen. Es gibt kein fertiges Projekt, es gibt einen Prozess und der ist spannend. Wie geht's weiter in diesem Prozess? Ja, wir sind, also nächste Aktion wird nächste Woche sein, da haben wir ein Treffen mit Hörlitzern, wo wir das nochmal vorstellen. Wir haben auch in der Gemeindevertreterversammlung erreicht, dass wir zum Thema Strukturwandel nochmal über Einzelprojekte in den Ausschüssen diskutieren werden. Nicht nur in Hörlitz, sondern auch für andere Projekte in anderen Ortsteilen. Ich denke, da werden wir nochmal schauen, wie da die Stimmung ist, wie die Mehrheit das letztlich sieht. Fakt ist, es ist immer mit Kosten verbunden. Also einmal die Ertüchtigung, wie dann auch die Betreibung. Und da muss man natürlich schauen, was können wir uns leisten. In welchem Rahmen geht das, mit welchen Strukturen geht das. Und wir bleiben für Sie am Ball.